Hallo, ihr liebe Leid. Hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock auf Pelzig und in der letzten Episode habe ich es noch gesagt und hier wollte ich gerade frisch starten und zack, ja, habe ich das Salat und habe wieder, wenn ich ja Gesundheit kriegt. Meine Fresse, ich sollte mich echt ein bisschen beeilen hier. So, sollte mich hier definitiv ein bisschen beeilen. Und, oh nee, scheiße, drei kleine tote Mädler. Das ist schon etwas arg bitter hier. Oh Mann. Oh je, oh je, oh je. Das sehe ich überhaupt nicht gern, wenn du tote Kinder rumlicken. Und ja, ich sollte mich echt mal besser beeilen. Das ist ja richtig heftig hier. Läuft ja die Zeit total. Und irgendwann sterbe ich ja dran. Wenn ich mich nicht richtig dummel. Meine Güte. Also wirklich fix. Das Ganze, also das war nur Bandage, schade. Die hätte ich auch noch gebrauchen können. Halte mal den Gaul an. Die waren mal ohne Bleiber. Ich wollte nicht das Klo benutzen, ich wollte nicht dem scheiß Verbandskaster. Ja. Den wollte ich aber immer lange Arm gemacht. So. Okay, meine Fresse. Das geht ja Schlag auf Schlag, wie hier die Gesundheit fällt. Das ist richtig bitter. Wenn wir noch ein Safe, dann können wir aber nur nochmal so Hacker. Oh, scheiße. Okay. Nee, das wird so nix. Okay. Warte mal. Nee. Nee. Alter Latz. Also so allmählich kotzt ihm das Achmoa. Und scheiße. Oh, dann leck mich doch am Säckel. Das ist doch zum Kotzer. Ja, genau. Wisst was? Ey. Sowas kotzt mich tierisch an. Wenn auf Ahieb da nichts geht, es kotzt mich an. Ja, genau, genau. Komm. Genau so muss das laufen. So, so. Genau, do hier. Oh, fick dich. Oh, Mann. Doro muss es dann gehen. Hallo? Oh, schnell. Oh, Gott, Gott, Gott. Oh, ja, 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 ja. Ultra ätzend. Da hat man ja überhaupt keine Chance mehr auf irgendwas. So, denn do. Hallo? So, scheiße. Oh Gott! Das ist dermaßen zum Kotzer. Jetzt mal ganz ohne Witz. Das ist dermaßen ultra ätzend, hier irgendwas noch zu machen. Ja, genau. Fuck you. Also ohne das Safe-Knacker-Ding bin ich hier echt gearscht. Und zwar so richtig. Denkst du, da machst Elmo ein cooles Plasmid? Was da eventuell auch noch für andere Sachen nützlich sein könnte. Und nö. Und das so. Oh, fuck you. Und dann sowas bei raus. Da wäre ich dann aber auch bei sowas echt ehrgeizig. Das will ich dann auch nicht, dass das daneben geht. Und vielleicht jetzt noch um 300. Mal könnte es klappen. Mal ganz viel Glück hin. Gott. So, oh, lecko mio, das lohnt sich jetzt quälligst. Panzerbrechen, $45 und zwei Messingrohre.
gewittert und eine Keitel noch einmal. Das war jetzt nicht sehr lohnenswert, schon dafür, dass ich mal halbe Dinger hier los war, ob ich mehr als die Hälfte meiner Verbandskächte los war, ob ich eine Eve, ja, erstmal die Rara. Eve-Spritzer. Der Big Daddy draußen, der kreischt immer noch vor sich hier. Mercury Sweeten. Und der nächste Schub von Fontaine kommt bestimmt auch bald wieder. Okay, der Daddy geht wieder runter. Das kann der gern machen. Nur Stockwerk oben drüber gibt es ja immer noch was für uns. So, erstmal Heiler. Schrotflinte. Und die Leiche hat nichts mehr bei sich. Und ich glaube, da war ich schon drin, oder? Ja, das war die, in der ich gerade schon eben war. Okay. Da habe ich das Stockwerk jetzt abgesucht, soweit. Wie gesagt, da war nichts mehr drin. Also, ja, da konnte ich nicht. Okay, dann gehen wir nochmal Stockwerk höher. Gucken wir mal, was ist da. Upsala. Ach, fick dich. Ja, genau. Fuck you. Und irgend so ein Freako. Ah ne, es ist nur die Drohne. Sorry, heute bin ich etwa da, beziehungsweise ja, diesmal bin ich etwas argfresser. Man merkt es ja auch überhaupt nicht. Aber es ist echt unglaublich ätzend, wenn dann sowas passiert. Oh. Mistkerl. Der hat wenigstens Verbandskaste bei sich. Ach, sei still, Luan. So. Nur noch 10 Sekunden. Das ist auch bald vorbei. Gut, und vorbei. Huh. Also wenn es dann wirklich so schief geht, dann könnte ich als echt ausraster. Aber das hält sich glücklicherweise hier noch in Grenze. Wenn ich ausflippe, ist es ganz anascht. Was ist denn das so fröhlich hier? Na? Also, sowas? So verballere ich hier mein ganzes Zeug. Und hätte es einfach nur so machen müssen. Zack. Deine Mutter ist das. Ach, du scheißt mich zu. Herzlichen Dank. Auf die Scheiße kann ich verzichten. Du Gesicht. Komm her, du Ekeltyp. Ups. Widerling Anna. Puh. Ach, das ist noch so Gesicht. Gewitter erleid. Kiste mit keinen Granaten. Da war bisher, glaube ich, insgesamt noch 2 Mol oder was drin. 2 oder 3 Mol dürfte noch was drin gewesen sein. Insgesamt im Spiel in diesen Kisten mit Granaten. Lagerkiste, Verbandskaste, das ist auf jeden Fall gut. Eigentlich sollte jede Wohnung über mehrere Verbandskäste verfügen. So, einfach mal als Vorschrift. Da könnte man einfach wieder so runterkrachen, aber ich will derzeit nichts machen, was unserer Gesundheit so schade könnte. Bis auf Rauch, darauf verzichte ich einfach nicht. Hat die sich wieder bewegt? Ne, okay. Die ist nur durch den elektrischen Impuls wieder zum Zappler gebracht worden. Oder wie es in Secret of Mana heißt, Splicer wurde gezappelt. Deren Leiche ist nüscht. Pistole mit 2 Kuckler. Also sorry, auch wenn ich jetzt hier wieder wie am Anfang so etwas hektisch durch die Gegend flitz. Aber es geht hier wirklich um die Zeit, ach. Es geht einfach nur darum, dass dieser Hansel von Fontaine mich nicht killen soll. Maschinengewehr mit 9 Patronen. Nützlich. Ach, verreckt doch in der Hölle. Ekeltyp. Die scheinen das jetzt zur neue Taktik gemacht zu haben. Dass die Hansel jetzt einfach die ganze toter Mann spielen. Ah, da ist noch ein Kaffee. Sehr schön. Ja, dass die jetzt die ganze Zeit toter Mann spielen und wenn ich vorbeigehe, dann... Manometer. Dämliche Freakos. Lag da noch irgendwo Waffe rum? Ne, das war nur so Schnabelmaske. Ala hopp. Und weiter geht's.
Ja, ein Big Daddy. Ohne Witter. So, jetzt brauche ich aber einen Schluck Wasser, der noch übrig ist. Ah ja. Das war der letzte Schluck Wasser, den ich nett verschüttet habe. Als ob du noch Träume kennst, du Freak. Und da komme ich nicht drauf, oder was? Warte mal. Du renn ich doch immer wie ein Blöder außer rum. Ich bin ja mal wieder gespannt, ob ich mal Gesundheit an Witter krieg. Jetzt mal ohne Witz. Gerade hatten wir es, du Fu. Wie nett, danke dir. Von meinen Qualen erlösen, Idiot. Dann machen wir erstmal von Denne jede Menge. Panzerbrechen ist auch nicht verkehrt. Ein ionisches Gel stellen wir einmal her. Das geht doch jetzt richtig gut mit der Produktion. Lagerkiste, erstmal ein Kaffee. Bandage und Kruscht, Film. Okay, dann kann ich leider nicht auf Hefe. Aber Fontaines Zusammenbruch. Paparazzi. So aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bohnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. 5744. Entschuldigung. Entschuldigung, das war jetzt echt gerade Eva so richtig im Hals stecke geblieben. Oh Mann. Wohnung von Richard Tannenbaum. Boah, das war Eva echt ekelhaft. Also es tut mir leid, wenn das jetzt nicht so rausgemacht wird, weil ja an der Stelle so einen Cut zu setzen wäre etwas blöd und redundant gewesen. Da habe ich mir gedacht, okay, so schlimm war der Husch da jetzt auch nicht. Was ist jedes Mal urangenehm, finde ich. Wenn eben in der Aufnahme so ein Störelement wie ein Husch da mit drin ist. Aber auf der anderen Seite muss ich halt auch klipp und klar sagen, ich bin kein absoluter Vollprofi. Ich mache das ja immer noch auf Amateurniveau. Im Vergleich zu richtigen Profi-Let's Player, die nur mit Geld verdienen, ist das bei mir ja eher noch Hobby. Also es ist auf jeden Fall Hobby. Aber ach, von der Qualität und so, es ist alles eher auf Hobby-Niveau. Von daher finde ich, dass ich diese Professionalität nicht unbedingt habe. Ja, man kann es sich nur schwer vorstellen. Besorge das Heilmittel, Versuch 192, nach wie vor. Hurra, Hänserei, Schriver. Na toll. Oh je, oh je. Aber es kann auch sein, dass ich hier an der Stelle den Husch da einfach auf lautlos schalte, dass dann einfach mal kurz der Ton weggeht. Ja. Eieiei. Sorry, ich muss jetzt nochmal wirklich cutten. Da bin ich wieder. Ja, wenn man sich nur verschluckt hat, dann so richtig. Oh Mann. Und so. Ach ja. Und das, was du machst, ist nicht respektlos, oder was? So. Hm.
Wenn die nur an die vergnügliche Nacht denken kann, okay. Jetzt habe ich schon wieder den Code vergessen für den Aufzug. Moment. Das müsste bei unserer Aufzeichnung mit dabei sein. Dankbarkeit. Oder war's hier mit dabei irgendwo? Olympus Hates. Künstlerin, Menschen. Desto. Sieht so aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bohnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Wieder die Cleveland-Stimme. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. 5744. So. Okay, jetzt können sie mich mal. Aber daran dürfen wir jetzt nicht denken. Wir müssen zusammenarbeiten. Reizend, ja. Danke für den Vortrag. Jetzt haben wir die Wohnung von Frank Fontaine. Ich war ein hässlicher Vogel hier. Ups. Okay. Ups. Ups. Ich kann mich gerade nicht heilen, effektiv. Ja, deswegen wieder ab zur Life Chamber. Ja, Vita Chamber. So. Okay, jetzt probieren wir das noch einmal. Und auf die irgendwie intelligent wirkende Variante. Und Art. So. Mal, dass wir das irgendwie intelligent hinkriegen. Moment. Dazu bräuchte ich auf jeden Fall erst mal so einer. Ja, bis man das solche Wörter überhaupt erst zusammen hat. Das ist ja teilweise schon richtig heftig. Jeppala. Dann machen wir so und so. Dann brauchen wir jetzt nur noch einer, der dort hingeht. Einer, der von unten noch overrüsselt. So erinnern uns immer durch. Natürlich! Leck mich, Kamera! Sollen sich doch mal die Maschine gegenseitig hier fertig machen. So. Blödes Ding. Ah, da ist noch so ein Liedherzfleißer. Probieren wir mal den zu Hacker. Bestimmt auch sehr urig. Wie machen wir dann das jetzt? Ja, fuck you. Großartig. Und wieder absolut großartig hier. Da wollte man immer versuchen, nochmal so ein Ding für sich zu gewinnen und dann, naja. Jetzt treffe ich den Hansel noch nicht mal, obwohl er unmittelbar vor mir gestanden hat. Alter Falter, das wird echt peinlich allmählich. Dafür habe ich die Leiche hier nochmal irgendwie in Brand gesteckt, wie auch immer ich das hingekriegt habe. Oh, jetzt sind wir im Büro von Mr. Burns. Okay. Der hat anscheinend sein eigener Verkaufsautomat hier drin. Und ich jetzt sage, an der Stelle mache ich jetzt auch hier meinen Cut. Mache neue Speicherdatei dafür. Weil ich hier noch nicht allzu viel, oder beziehungsweise sehr viel Lebensenergie verloren habe.
und eventuell kriege ich sie auch mal etwas schneller hier, falls es jetzt so sein sollte, dass wir verrecken, bevor wir überhaupt gegen den großen Mann hier kämpfen können. Und dann müsste ich eventuell nochmal den alten Spielstand laden, um von dort aus dann wieder in einem schnelleren Rutsch durchzukommen. Wer weiß, ob ich das hinkriege. Aber schau mal erstmal, was hier bei während dem regulären Let's Play passiert, ohne dass irgendwas getrickst wird. Und ich jetzt sage, wir sehen uns so dann auch wieder morgen wieder zu Let's Play Bioshock auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.